Inhaltlich ist es für uns eine große Freude, dass wir es geschafft haben, dass wir die Jugendwohlfahrt auf neue Beine stellen können. Wir werden in den nächsten Jahren insgesamt über 4000 Jugendliche mehr betreuen können mit dieser neuen Jugendwohlfahrt, wo wir ambulant vor stationär gelten lassen wollen. Das ist für uns ganz wichtig, dass also hier in dieser Situation die ambulante Wohlfahrt wesentlich ausgebaut wird und die stationäre im anderen Zug natürlich auch reduziert werden kann. Es ist für uns ganz wesentlich, dass wir damit zeigen, dass wir sowohl über die Parteigrenzen hinaus handlungsfähig sind und ein Ergebnis zusammenbringen, das sich sehen lassen kann, dass wir zu den Gemeinden eine gute Basis schon in der Vergangenheit aufgebaut haben und sie auch jetzt halten können und dass damit auch die Kommunen entlastet werden. Wir haben auch von Seiten des Landes uns verpflichtet, in den nächsten Jahren doch sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, jährlich 5,1 Millionen, die wir bis zum Jahre 2018 auch in diesen Bereich investieren werden können zusätzlich, sodass es wirklich erstens auf finanziellen guten Grundlagen, zweitens auf qualitativ wirklich besten Möglichkeiten die Jugendwohlfahrt ausgebaut wird. Ich darf mich bei allen Verhandlern recht herzlich bedanken, bei der Kollegin Schäle, beim Kollegen Wilfink. Sie ist für die stationäre und er ist für die ambulante Pflege zuständig. Das ist jetzt auch eines. Ich glaube, das ist der große Wurf, der uns gelungen ist, bei den Kommunen, die bereit gewesen sind, und den Städten bereit gewesen sind, das auch gemeinsam zu tragen und auch gemeinsam zu finanzieren. Da sehen Sie, im Gegensatz zu anderen Gebietskörperschaften, ich möchte gar keinen Verweis derzeit machen, weil der liegt Ihnen sowieso auf der Zunge oder auf der Hand, dass wir in der Lage sind, das, was die Menschen brauchen, auch wirklich politisch zu lösen und zu einem Ergebnis bringen.